Touch ist ein großartiger Sport mit einfachen Regeln. Es gibt keinen harten Körperkontakt. Es kommt auf Teamwork und auf Ballspiel und Balltechnik an. Touch ist gleichermaßen geeignet für Damen und Herren, für Kinder und auch für ältere Semester. Und deswegen einer der Sportarten, die bis auf höchstem Niveau in gemischten Teams gespielt wird. Es ist ein spannender Sport zum Zuschauen, aber es macht auch ungleich mehr Spaß, selbst am Feld zu stehen. Um die Freude am Spiel zu fördern und die Entwicklung der Fähigkeiten voranzutreiben, sollten alle Spielerinnen und Spieler ermutigt werden, die grundlegenden Regeln zu erlernen. Dieses Video ist für Kinder und Anfänger gedacht. Es besteht aus 5 Teilen, die sich mit folgenden Themen befassen. Erstens, Feldgröße, Teams und Spieldauer. Zweitens, Spielbeginn, Punkte, Anstoß und allgemeiner Spielablauf. Drittens, Ballbesitz und einen Touch machen. Viertens, Standardsituationen, Tap, Rollball und Passen. Und zuletzt, Wechsel des Ballbesitzes, Regelverstöße und Strafen. Feldgröße, Teams und Spieldauer. Ein Touchfeld misst 70 x 50 Meter, wobei die Größe variieren kann. Zum Beispiel in Parks oder bei Spielen von Kindern. Bei Kindern sollte die Spielfeldgröße angepasst sein an das Alter der Gruppe und das Spielniveau. Gewöhnlich sind Felder für Kinder unter 10 Jahren halb so groß wie normale Felder. Idealerweise wird auf Gras gespielt, wobei auch andere weiche Belege geeignet sind. Es sollten mindestens die Spielfeldgrenzen sowie die Spielfeldhälfte mit Linien markiert sein. Weiche Hütchen markieren die Ecken des Spielfeldes. Die Seitenaußenlinien heißen Sidelines und die beiden anderen Auslinien heißen Scorelines. Details über weitere Markierungen können in den offiziellen Regeln des Verbandes nachgelesen werden. Ein Team besteht aus bis zu 14 Spielern. Gewöhnlich sind es ca. 10 bis 12. Zu jedem Zeitpunkt des Spiels dürfen von jedem Team maximal 6 Spieler auf dem Spielfeld sein. Jeweils 2 Spieler spielen die Positionen Wing, Link und Middle. Die Winger spielen an den beiden Seiten Auslinien, die Middles in der Mitte und die Links jeweils zwischen den Middles und den Wings. Spieler, die sich gerade nicht auf dem Spielfeld befinden, sind in der Auswechselzone, genannt Subbox. Für jedes Team gibt es eine Subbox. Auf jeder Seite des Spielfelds eine, in der Nähe der Spielfeldmitte. Es darf zu jedem Zeitpunkt des Spiels und beliebig oft gewechselt werden, wobei zu beachten ist, dass die Person, die das Spielfeld verlässt, erst das Spielfeld verlassen soll, bevor der Einwechselspieler das Spielfeld betreten darf. Normalerweise besteht ein Touchspiel aus 2 Hälften von 20 Minuten mit 5 Minuten Halbzeitpause. Es sollten offizielle Touchbälle verwendet werden und die Spieler müssen Schuhe mit flexibler Kunststoffsohle tragen. Außerdem sollten alle Spieler eines Teams nummerierte Oberteile und einheitliche Hosen und Socken tragen.